Ich grüße euch. Ich habe hier ein Archicad 25 File. Da breche ich jetzt aber die Bibliotheksmigration einmal ab. Und zwar das Archicad 25 GDLs für Wand-Add-on-Fensterumrandungen 4 damals. Das ist eines dieser Dinge, die wo es mit den, diese Add-ons funktioniert. Also zum Beispiel für Wand-Add-on. Wenn ich da mal kurz ins 3D gehe, STRG 3. In dem Fall waren es diese Fensterläden, aber es kann irgendein anderes GDL sein, wenn ich das jetzt mal zum Beispiel hier mal aktiviere, STRG-HTST, da sind ja die ganzen GDLs drinnen für das Wand-Add-on, das natürlich installiert sein muss, die Goodies müssen installiert sein. Ich nehme jetzt dieses hier und sage mal okay. Dann habe ich jetzt sozusagen einen Block da vorgestellt und es wurde im Archicad diese Frage gestellt, Wellblechfassade, dass das nicht ordentlich dargestellt wird. Ich sehe hier ungefähr so eine Welle und das Ähnliche werde ich jetzt mal versuchen herzustellen. So, ich gehe jetzt einmal in den Profilmanager rein und sage mal eigene, also neue, bearbeiten. Und mache mir mal einen, das ist ungefähr 1 Meter, ich mache es ungefähr so groß. Kopiere mir das, STRG schreibe E in sich selbst und mache das einmal kleiner. Radius 0,01 minus 1 cm kleiner. Dann die beiden, STRG schreibe M Mirror. Darüber, STRG E. Darüber. Das Ganze mal gerade runter und von Nullpunkt her mal hier hin. Dann hier schließen, Schraffurwerkzeug, Metall, zum Beispiel Stahl, verzinkt vielleicht, Metall, Stahl verzinkt. Okay, Leertaste, Klick und damit ist das Ding drinnen. Ich sichere es unter der Welle. Das Problem ist jetzt in dieser 25er Version dieses GDLs, wenn ich das mal kurz anschaue, das war jetzt diese hier, gell? Gehen wir nochmal ins 3D. Das war diese hier. Also, STRG hat das T. Wenn ich jetzt da einfach reingehe und sage, ich möchte jetzt meinen Profilmanager Profil haben, hier Archicad-Profile, dann finde ich sie nicht, weil sich in der 27er irgendwas mit GDL geändert hat. Das ist aber für jetzt quick and dirty ganz einfach zu lösen. Ich öffne das hier mal unter Ablage, Bibliotheken und Objekte, Objekt öffnen oder je nachdem in welchem Betriebssystem ist mit dem Tastaturkürzel. Und geh mal ins Parameterskript. Im Parameterskript ziemlich weit unten hier werden die Profile, wie man sie einstellt sozusagen, reingegeben. Das hier alles kommentiere ich einfach mit Rufzeichen aus, dass es nicht mehr gelesen wird. Und hier schreibe ich einfach diese Zahlen noch der Reihe hin. Also 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16. Wie gesagt, das ist quick und dirty. Das speichere ich mal ab. STRG S. Überschreiben. So. Wenn ich das jetzt tue, also war im 3D, gell? Das brauche ich jetzt einmal nicht weg damit, das stört mich sowieso. 3D. STRG HTST. Dann habe ich jetzt, wenn ich jetzt wirklich das Profil verwende, also Profil aus Profilmanager, die Archicad-Profile. Jetzt habe ich Zugriff und ich kann hier Welle einfach mal suchen. Die ist dann hier. Und ich sage mal, okay. Dann habe ich eben hier diesen Teil der Welle, wo ich dann den Bereich dann rüberziehen kann, wie man es eh gewohnt ist, und die Höhe einstellen kann. Oder vielleicht sogar den Winkel ändern kann, wenn man das möchte. So, da muss ich es aber dann in der Höhe verschieben, dass sich das ausgeht.
Weiß ich jetzt nicht mehr genau, welcher Punkt das war. Ist schon so lange her. Was das? Nein, das war es nicht. Dann war es doch dieser hier. Das heißt, du kannst es dann runtergeben. Ich muss nur schauen, dass es groß genug ist, dass sich alles ausgeht, wenn ich es so schräg mache. So, da ist der Punkt in der Höhe noch. So, damit habe ich das Teil jetzt auch schräg eingestellt und man sieht es. Im Grundriss wird es jetzt ganz normal dargestellt. Das heißt, ich sehe einfach nur dieses Profil, dass ich nicht das Ganze zeichnen muss. Schreib hin, wie groß das ist. Und im 3D jetzt habe ich ein Problem. Und zwar, das habe ich ehrlich gesagt damals beim Programmieren übersehen. Wenn man sich hier mal so einen Teil anschaut, gibt es hier einen Versatz. Ich habe das jetzt mit einem Zentimeter gezeichnet. Das ist aber kein Problem, das zu lösen. Man geht ins 3D-Skript, sucht sich, das war glaube ich ziemlich weit unten bei mir. Komm her. So. Trapezblech-Vektoren, Trapezblech, das selber gezeichnete Polygon. Hier ist das Polygon. Freies Polygon in Turb umwandeln. Archicad-Profil verwenden, hier ist es. Das ist dann ja hier ziemlich weit unten. Und das macht er so oft eben dann reinpasst. Und ganz unten hier schiebt es weiter. Und zwar die Länge des Profiles. Und da gebe ich jetzt einfach plus Dickenversatz. Rein. Den dicken Versatz kopiere ich mir, Strg C, gehe in die Parameter und zwar hier bei ARCAD Profile, die habe ich ausgeXt, die sieht man nicht, und die gebe ich einfach einen neuen rein. Neu. Hier mit neu. Und nenne das dicken Versatz und gebe das auf mal auf einen Zentimeter, dass einmal zu programmiert ist. Und speichere da Strg S. Ist gespeichert. Das heißt, immer. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Ding, also aktiviere, grün mache, Steuerung hat das T und diesen dicken Versatz auf eben die 1 cm, was ich gemacht habe, okay, minus. Nochmal, gehen wir nochmal rein ins 3D-Skript, minus dicken Versatz natürlich, minus Steuerung S. So, jetzt passt die Sache zusammen. Worauf man aufpassen muss bei der Welle natürlich, dass es in die richtige Richtung schaut. Das heißt, wenn ich es nach oben zeichne, ist es in der Wand und man sieht es nicht. Gut, ich hoffe, ich konnte euch damit zeigen, wie das funktioniert. Und ja, das ist nach wie vor. Ich muss mal direkt selber suchen. Zack, zurück. Da habe ich die ganzen Videos drinnen. Wie wird das geschwind heißen noch einmal? ARCAD 25 GDL, kann ich das außer kopieren? Nein, kann ich nicht. Aber ich kann es vielleicht. 3D, das war's. Das hier. Steuert das T. Da kann ich es kopieren, oder? Kopie. V. Nein. Wandpanelfugen, Tablettblech, irgendwie wer es schon genannt haben, das weiß ich nicht mehr auswendig. Ah, da ist es. Also dieses Video, um das ging es. Ich gehe mal rein. Und da ist nämlich das Teil hier sowieso verlinkt. Das 21er Version damals noch. Aber es ist dasselbe. Also das gibt es noch nach wie vor und das könnt ihr genauso umändern, wenn ihr das wollt. Glaube ich halt. Ja. So. Gut. Das war's. Gehen wir nochmal zurück. Es müsste auch eigentlich im Ding drinnen auch noch einmal drinnen sein. Na, wenn ich es nochmal öffne, wo ist denn das? Unter Details,
Ja, da habe ich sie auch noch einmal drin. Das heißt, wenn man das öffnet, funktionsweise, ich nehme das einmal, STRG C und STRG V. Und das ist genau das. Betonplatten öffnen, das war die Funktionsweise. Und das habe ich dann später nicht mehr reingegeben. Ha, lustig. Okay. Einmal bis hierhin und ja, vielleicht hilft es euch.